So, jetzt geht es um ein medizinisches Thema. Wenn man unter Schmerzen im Bewegungsapparat leidet, dann können ja sehr unterschiedliche Therapiemöglichkeiten helfen. Wir berichten über eine ganz neuartige Methode der Schmerzbekämpfung, und zwar der Fasziendistorsionsmodell. Faszien, das sind diese Gewebefaser im Körper, die man so im Volksmund ein bisschen als Flachsen bezeichnet. Und wie wichtig diese Faszien für das Wohlbefinden sind, das war in der Medizin sehr lange Zeit nicht beachtet. Dr. Georg Harrer ist Allgemeinmediziner und Anästhesist. In seine Praxis kommen jedoch vor allem Menschen, die unter massiven Schmerzen und Bewegungseinschränkungen leiden, in der Hoffnung, dass seine spezielle Therapie hilft. Herr Paul, bitte. Ja, die sind der Nächste. Dieser Patient hatte, bevor er hierher kam, extreme Nacken- und Schulterbeschwerden. Seine linke Hand schlief andauernd ein. Jetzt ist alles viel besser. Ich bin zum dritten Mal da jetzt dann. Und beim ersten Mal war ich ganz überrascht, mit welchen Erfolgen ich dann rausgegangen bin. Ich habe ab dem Zeitpunkt keine Medikamente mehr gebraucht. Also ich meine, das ist eine komplette Erleichterung. Ja. Drehen wir uns noch ein bisschen so. Dr. Harrer geht davon aus, dass die Beschwerden, die Herr Paul hat, davon ausgelöst werden, dass sich in seinem Schulterbereich Faszien stark verklebt haben. Bei manchen Patienten sind Faszienverklebungen eine Folge von Unfällen oder Verletzungen. Oft aber ist die Ursache unklar. In vielen Fällen kommt man aber gar nicht drauf, was letztendlich der Auslöser war, weil die Beschwerden schon lange Zeit gehen, seit vielen Jahren, und die Leute sich gar nicht mehr erinnern können, womit das begonnen hat. Um die verklebten Faszien zu reparieren, sucht Dr. Harrer mit gezielten Fragen die Schmerzpunkte. Dort drückt er heftig hinein und streicht über das schmerzende Gewebe den Faszienstrang, wie wenn er etwas ausbügeln würde. Die meisten Patienten sind danach sofort erleichtert. Um ganz schmerzfrei zu werden, muss in einigen Fällen nachbehandelt werden. Man löst diese Verklebungen mit einiger Kraft, sodass die Faszien wieder getrennt voneinander gleiten. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, wie wenn man mehrere Schichten Bekleidung anhätte und diese würde zusammenkleben an mehreren Stellen. Das schränkt die Beweglichkeit sehr ein und ist unangenehm. Und wenn man diese Schichten dann wieder trennt, kann man die Schulter wieder bewegen oder den Nacken. Das ist das, was ich hier mache. Faszien kommen überall in unserem Körper vor. Sie bestehen aus weißen Zehenbindegewebsfasern, die alle Organe, Sehnen und Muskeln umhüllen. Vor etwa 20 Jahren erkannte der amerikanische Notfallsarzt Stephen Tipaldos, dass er mit einer gezielten Faszienbehandlung Patienten von ihren Schmerzen befreien konnte. Georg Harrer lernte Tipaldos einige Jahre später kennen und war sehr bald überzeugt von der raschen Wirksamkeit dieser Methode. Mittlerweile lehrt er sie in ganz Europa. Der neuen Therapie stehen immer mehr Mediziner offen gegenüber. Etwa 100 Fachleute in Österreich arbeiten bereits ständig damit, darunter auch dieser Arzt. Also die meisten Patienten, die zu mir in die Praxis kommen, klagen über Beschwerden im Schulter-Nackenbereich. Das kommt sehr häufig vor. Dann finden wir Patienten mit Beschwerden im unteren Rücken und teilweise auch Kniebeschwerden sind sehr häufig. Dieser Patient hatte, als er hierher kam, heftige ziehende Schmerzen. Er dachte, sie würden vom Hodenbereich ausgehen. Dr. Breinessel aber stellte fest, es waren Faszienverklebungen im unteren Rücken, die er mit gezielten Handgriffen behandelte. Es war nach der Behandlung spürbar eine Verbesserung da. Man hat eindeutig gemerkt, dass also die Verspannungen gelöst sind und die Beweglichkeit wesentlich besser als vorher war. Die neue Methode hilft auch bei Schmerzen nach operativen Eingriffen, weiß die Kindergärtnerin Verena Wagner. Sie musste sich im vergangenen Frühjahr nach einem Skiunfall einer Knieoperation unterziehen. Seither tut ihr Knie noch sehr weh. Sie kann es kaum beugen. In ihrem Beruf ist das besonders schlimm, da sie sich ständig zu den Kindern hinunterbeugen und hinhockeln muss. Die Behandlung der Faszien ist zwar schmerzhaft, doch sie ist sehr effektiv, wie die Patientin bereits weiß. Ja, also ich versuche eben die Schmerzen auszuatmen und merke einfach, dass wirklich sehr stark verklebt ist und denke mir, dass das einfach hilft. Ich habe ja schon die Erfahrung gemacht, dass es nach der Behandlung besser ist, dass ich es besser bewegen kann und das ist mir wert. Um die Faszien zielgenau zu behandeln, achtet der Arzt ständig auf die Körpersprache der Patientin. Sie muss ihm immer wieder detailliert beschreiben, wie sich der Schmerz gerade anfühlt und wo er sitzt. Diese Wahrnehmung und Mitteilung der Beschwerden ist ein zentrales Element der Methode. Sie leitet den Arzt durch die ganze Behandlung und ist mitentscheidend für das Gelingen. Wir schauen, wo das da ist.
Ja, und Dr. Georg Harrer, den Sie eben gesehen haben, ist heute auch bei uns. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Also in Ihrem Behandlungskonzept, da dreht sich alles um die Faszien. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Die Faszien kennt man im Prinzip aus der Küche. Also das ist das weiße Zehe, das das Fleisch durchzieht. Und aus unserer Sicht ist das das wichtigste Gewebe im Körper, in dem alle anderen Gewebe eingebettet sind und organisiert sind. Mhm. Wie können jetzt diese Faszien Beschwerden auslösen? Im Prinzip sind die Faszien oder Flachsen auch genannt im Volksmund der Sitz der inneren Wahrnehmung des Körpers. Dort wird gemessen, wo es spannt, wo es zieht. Mhm. Dort wird Schmerz festgestellt und somit sind Verklebungen, Verdrehungen der Faszien primär schmerzauslösend. Mhm. Für welche Art von Beschwerden ist denn diese Behandlung eigentlich geeignet? Im Prinzip schmerzhafte Beschwerden. Am Bewegungsapparat vor allem, aber auch im Bauch. Aber der Bewegungsapparat ist der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt, wo das funktionieren kann sozusagen. Wie erkennt man eigentlich, dass jetzt eine Faszie schuld ist und dass nicht vielleicht irgendeine andere Abnutzung oder so etwas vorliegt? Es ist eher eine Frage der Interpretation. Also sehr viele Leute haben Abnutzungen, wenn man das Röntgenbild anschaut. Mhm. Aber nicht in allen Fällen ist das die Ursache ihrer Beschwerden. In vielen Fällen kann man sehr gut helfen, wenn man die Faszienverklebungen oder Faszienverdrehungen behandelt. Die Abnutzung besteht vielleicht nach wie vor, aber das Beschwerdebild hat deutlich abgenommen. Also man kann einfach die Befindlichkeit dadurch verbessern, indem die Schmerzen gesenkt werden? Ja, beziehungsweise indem man die Faszien, die auch ein Teil des Systems sind, lockert und in eine gute Verfassung bringt, dann stört die Abnutzung nicht mehr so. Ich verstehe. Mhm. Und bei Sportverletzungen, wie funktioniert das da? Bei Sportverletzungen hat es ganz besondere Vorteile, weil keine Medikamente im Spiel sind. Ja. Das ist vor allem im Profisport hat das große Bedeutung, weil das mit den Dopingregeln nicht in Konflikt gerät und weil keine Rückstellungen vorgenommen werden bei uns. Das heißt, die Leute können sofort wieder belasten und das ist gerade für Sportler sehr interessant, dass sie keine Trainingspausen haben und dass sie rasch wieder zurück können zu ihrem alten Niveau. Und der Muskelabbau dann auch nicht so vonstatten geht durch die Rückstellung. Ne? Jetzt haben wir es auch in einem Beitrag gesehen, das trifft schon ziemlich wehtun, die Sache, wenn auf den Punkt getroffen wird. Wie weh kann das tun? Schmerzen sind nicht messbar. Ich kann nicht beurteilen, wie schmerzhaft die Behandlung ist, aber in der Regel wird sie gut toleriert. Die Patienten kommen wieder. Das ist ein gutes Zeichen. Es scheint auszuhalten zu sein. Und es ist so, dass die Schmerzen bei der Behandlung uns leiten. Das heißt, es ist notwendig, diese Schmerzen nicht zu unterdrücken durch Medikamente oder durch Injektionen, was ja technisch möglich wäre, weil die Patienten uns laufend Informationen geben müssen, ob man an der richtigen Stelle ist, ob es besser geworden ist. Das wäre durch eine Ausschaltung dieser Schmerzen nicht möglich. Aber die Schmerzen halten sich in relativ zeitlich einen kurzen Rahmen und dürften auch vom Ausmaß nicht so schlimm sein, dass die Leute wiederkommen und sich dieser Behandlung wieder unterziehen. Ist eine Behandlung sehr oft hintereinander notwendig oder wie schaut der Ablauf aus? Das ist unterschiedlich. Also etwa in meiner Praxis die durchschnittliche Kontaktzahl 3, also 3 Konsultationen für ein Problem. Es gibt aber vereinzelt auch Patienten mit sehr chronischen Verläufen, bei denen mehr Behandlungen notwendig sind, wo sich das mehr in die Länge zieht, weil man in der Einzelbehandlung nicht so viel voranbringt, aber es geht trotzdem voran. Bei anderen Patienten wiederum ist es manchmal in einer Einzelbehandlung erledigt, was eingeklemmt ist und man befreit das braucht keine weitere Behandlung dann. Mhm. Wer arbeitet jetzt alles mit diesem Fasziendistortionsmodell? Welche Ärzte? Ja, also es sind einerseits Ärzte, aber auch Physiotherapeuten und Osteopathen, die damit arbeiten, jeder in seinem Berufsbild. Und unter den Ärzten sind es schwerpunktmäßig Leute, die sich mit Schmerz auseinandersetzen, wie wir von der Anästhesie, beziehungsweise Leute aus dem Fach der physikalischen Medizin oder Allgemeinmedizin, aber auch Orthopäden. Also es ist ein breites Spektrum. Und Physiotherapeuten verstärken unser Team und spielen, also sehr, sehr viele in Österreich arbeiten bereits damit, die das in Kursen gelernt haben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, eine Methode, die ganz ohne Medikamente auskommt, sozusagen. Ja. Und weil die Faszien von der Medizin sozusagen in ihrer Bedeutung jetzt erst so richtig erkannt werden, einen Einsatz findet. Es geht in die Richtung. Also die Faszien waren jahrhundertelang das Stiefkind der Medizin. Mhm. Es gibt auch keine Medikamente für Faszien im engeren Sinn. Daher kommen wir ohne Medikamente aus. Wir müssen gar keine weglassen. Es gibt eigentlich kaum Medikation für Faszien, weil das bis jetzt die Medizin nicht so im Fokus hatte. Mhm.
Und es wird immer interessanter, sich mit der Faszie zu beschäftigen, weil in manchen Bereichen andere Organsysteme wie der Muskel bereits im Sport zum Beispiel am Limit sind. Also sehr viele Sportler leiden darunter, dass ihre Muskeln hochtrainiert sind, aber die Faszien dann der Schwachpunkt sind. Ich verstehe. Also sehr spannend, die Faszien. Herr Dr. Harrer, Sie sind so lieb, Sie bleiben auch noch bei uns. Sie bleiben am Telefon für Sie zu Hause erreichbar unter der Telefonnummer 01, die Vorwahl für Wien, und dann 877-44-48. Bitte rufen Sie an und stellen Sie noch Ihre spezielle Fragen. Ich danke Ihnen herzlich fürs Kommen. Dankeschön. Danke.